Wie dem auch sei, ich hatte gehofft, dass ich ein bisschen bei euch bleiben kann. Wo sind deine Eltern? Daddy meinte, er müsste eine Weile untertauchen, was auch immer das heißt. Tja, geht aber nicht. Also los, verschwinde. Oh, okay. Das ist in Ordnung. Alles... Nein! Hier ist gar nichts gut. Ich bin verzweifelt. Ich habe nichts. Gar nichts. Es ist so. Durch meinen Verlust ist mir klar geworden, wie gemein ich zu euch Mädels war und... Es tut mir leid. Gut, jetzt ist alles gesagt. Da drüben ist eine Pfütze, die gemütlich aussieht. Prinzessin, warte. Du kannst bleiben. Was? Wirklich? Ist das dein Ernst? Oh, danke, danke, danke. Bring den auf mein Zimmer, wenn du Zeit hast. Danke. Hausdiener, ich habe Hunger. Mach mir ein Croque-Madame-Sandwich. Na los, hopp, hopp. Blossom, wie kommst du denn dazu? Morbax ist die Pest. Sie war schon immer furchtbar und sie wird es auch immer bleiben. Ich sehe das anders. Wenn ich mich bemühe, kann ich ihr sicher beibringen, ein guter Mensch zu werden. 6 Stunden später. Das ist das schlimmste Croque-Madame-Sandwich aller Zeiten. Sie wird niemals ein guter Mensch werden. Bloß, jetzt hör aber auf. Du versuchst schon seit 6 Stunden, ihr was beizubringen. Na gut, versuchen wir es noch einmal. Nehmen wir an, Bubbles hat Geburtstag. Wirklich? Nochmal, Bubbles. Du hast nicht wirklich Geburtstag. Wir tun nur so, als ob. Oh. Und jetzt nimm dieses Geschenk. Nein, 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 nein. Nimm das Geschenk und gib es an Bubbles weiter. Warte, wie hieß es gleich? Geben? Du weißt schon. Geben. So wie ich dir eben das Geschenk gegeben habe. Ach ja, vielen Dank. Oh, vergiss es. Ich weiß gar nicht, warum ich mich quäle. Du bist so egoistisch. Oh, ich gehe in mein Zimmer. Arme Leute sind so empfindlich. Oh, diese Morbax ist so egoistisch. Hey Blossom, was machst du da? Das wird dich nicht interessieren, aber ich verbessere gerade meinen Businessplan für den Limonadenstand. Oh, zeig doch mal. Hey! Oh, da liegt dein Problem. Du gibst dein Geld falsch aus. Stift her. Danke. Mhm. Und da. Prinzessin, dieser Businessplan ist genial. Du musst erst mal Geld haben, um Geld zu kriegen. Du hast mir gerade einen Gefallen getan. Gefallen? Etwas Nettes tun, aber für jemand anderen. Wirklich? Ja, das hab ich wohl. Wie fühlst du dich? Aber gut. Als würde ich auch weiterhin Gefallen tun und geben wollen. Ist das normal? Muss ich etwa zum Arzt? Nein, du wirst langsam nett. Sei nett, das wär nett. Sei gut, das wär gut. Das wär gut. Tu einfach das, was ein netter Mensch tut. Helft, wo es geht. Freut euch zu zweit. Geht euch zur Hand und teilt euer Leid. Sei freundlich und nett, dann fühlst du dich gut. Also tu einfach das, was ein netter Mensch tut. Ein netter Mensch tut. Wow, ich hätte nie gedacht, dass es so nett ist, gut zu sein. Und es ist gut, nett zu sein. Und dank deiner Hilfe boomt das Geschäft. Wegen deiner geheimen Zutat kommen sie immer wieder. Danke. Ich habe den ganzen Sommer daran gearbeitet. Hoffentlich kann ich sie patentieren lassen und ein erfolgreiches Unternehmen gründen. Und dann brauche ich auch einen zweiten Geschäftsführer. Das ist schräg, oder? Es ist schräg, als hätte Blossom das letzte Stückchen Anstand in Morbax kaltem, dunklen Herz zutage gebracht. Und jetzt hat sie ein warmes, dunkles Herz. Dieser Geburtstag wird ja echt immer besser. Hey Leute, immer genug trinken. Lächeln! Tschüss. Ich bin steinreich. Reich. Und man sieht's gleich. Meine Cash-Kohle-Crew? Aber ihr Vater mit Benny Benjamins? Steinreich. Wow, hast du die Kauleiste gesehen? Ich verbrenne hier Kohle. Mann, Morbax, du warst früher mal richtig scharf auf diese ganze Kohle. Und jetzt bist du total abgebrannt. Nichts von dem, was du sagst, ergibt Sinn. Jiggity-check, yo! Benny ist ein echter Freund. Er bezahlt uns, um mit ihm abzuhängen. Viel Spaß im einfachen Leben.